Es geht um zeitgenössische Komposition, über 100 Jahre alte figürliche Keramik und platonische Körper in der Fläche und im Raum. Forumgestaltung Magdeburg, im rötlichen Licht die feierliche Eröffnung einer Doppelausstellung. Doch zuerst spielen Clarissa Schmidt Klarinette und Marius Steible Akkordeon die Welturaufführung einer Komposition von René Hirschfeld. Das Stück hat er eigens für die Ausstellung Platonische Körper von Jan Kirsten ausgesucht. Also ich kenne die Arbeiten von Jan Kirsten, ja, das stimmt. Das Stück war allerdings fertig, bevor ich gefragt wurde, ob ich einen Beitrag zu der Ausstellung leisten möchte. Und ich habe dann dieses Stück ausgesucht. Also ich habe das nicht für die Ausstellung komponiert, sondern ich habe gesagt, das würde ich auswählen. Dann die kleinen Figuren von Hans Wewerka. Das hängt ursächlich damit zusammen, dass das Forum Gestaltung in Magdeburg Erbe und Verwalter des Wewerka-Archives ist. Des Nachlasses des Künstlers und Architekten Stefan Wewerka, der der Sohn vom Bildhauer Rudolf Wewerka war. Und wer war jetzt Johannes oder Hans Wewerka? Ja, Hans Wewerka ist der ältere Bruder von Rudolf Wewerka. Aber da er schon 1915 verstorben ist, ist er leider weniger bekannt. Hans Wewerka ist einer der ersten, der figürliche Objekte gemacht hat, der Menschen dargestellt hat, die er auf der Straße gesehen hat, die er in Städten gesehen hat, in Düsseldorf, in Magdeburg, aber auch Frauen, die mit Körben auf dem Markt zu sehen sind, ein Seemann, ein Schuhriemenverkäufer, Klatschbasen, also eigentlich Personen, die man damals jeden Tag überall begegnet hat. Man kann diese Figuren von mehreren Seiten sehen und man sieht dann auch die spannenden Linienverläufe, aber man sieht auch so eine kleine Geschichte, die sich da abspielt. So gesehen sind die keramischen Objekte eine Bereicherung im Wissen um das künstlerische Schaffen der Familie Wewerka und die Ausstellung wird später an das Keramikmuseum Westerwald weitergegeben. Zurück zur Musik, denn wie hatte der Komponist gesagt? Es war in diesem Falle tatsächlich das Thema platonische Körper von Jan Kirsten und mein Stück, was sich im weitesten Sinn mit imaginären Räumen oder vorgestellten Räumen und unendlichen Räumen oder eingebildeten Räumen im unendlichen Raum befasst. Und platonische Körper sind ja letztlich künstliche Begrenzungen im unendlichen Raum. Und hier geht es im Wesentlichen um den Kontrast zwischen Schwarz und Weiß und natürlich um die Zwischentöne. Jan Kirsten zeigt im Forum Gestaltung seine Arbeit zu den platonischen Körpern. Hier eine Erklärung. Platon, der berühmte griechische Philosoph, hatte seinerzeit 5 geometrische Körper beschrieben, die mit Ausnahme der Kugel die meisten Symmetrien haben. Die platonischen Körper sind also regelmäßige Polyeder, bei denen alle Seitenflächen gleich sind. Jetzt also die grafischen und plastischen Variationen dazu von Jan Kirsten, der seine großformatigen Flächen exakt durchgestaltet und bei den plastischen Objekten auf Perfektion achtet. Naja, das Handwerk gehört vielleicht dazu, aber es ist nicht die Hauptgeschichte. Ich denke schon, die Geistigkeit ist der Hauptteil, also dass da irgendwie noch mehr dahinter steckt, als man auf den ersten Moment sehen kann, halte ich für sehr wichtig. Und sich damit beschäftigen und deswegen habe ich auch so einen Haufen Bücher hingelegt, vielleicht will jemand sein Wissen vertiefen in dieser Richtung. Und also einfach zur Anregung. Aber ich will auch keine Interpretation vorgeben. Da kann jeder
eigene Interpretation machen. Und das muss man also dann doch selber tun und sich die so gegensätzliche Doppelausstellung selber ansehen. Dazu hat man im Forum Gestaltung Magdeburg noch bis zum 12. Dezember Zeit.